Und dann hat man hier ja auch noch... Achso, Zucker kann ich hier machen, okay. Ich habe ja hier auch noch so die Einrichtungshaus-Sachen und so. Drogerie zum Beispiel. Na, wenn ich hier halt ja gucke, dann habe ich ja auch krasse Sachen. Hier auch wieder Schmuck zum Beispiel. Aber was halt krass ist, das hier, ne? Taschenuhren und Schmuck reduziert. Um sehr viel sogar. Hirschholz, Farbenlacke kann ich nicht einschätzen, wie das hergestellt wird. Also das reduziert halt krass zum Teil hier, ne? Das hier auch. Also Himmelbetten nicht so, wenn man hier guckt. Ist nicht so viel dafür, dass ich echt aus... Also... Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Schon übel. Also ist, glaube ich, geil später, wenn man das auch so ein bisschen irgendwie, was weiß ich, mixen kann oder so. Aber ja, muss man sich so nach und nach mal rantasten. Weil ich habe immer das Problem bei mir, das zerschlägt mich immer alles so. Also ich bin immer dann irgendwie so dabei, das alles ist alles cool und auch dieses ganze Tourismus und Wolkenkratzer-Geschichte, aber es ist so viel Neues, so komplex alles, das erschlägt einen immer, finde ich, sehr schnell. Okay, what? Wer ist er denn? Saxophon-Dude? Irgendwie? Antoine Joseph Sax, Erfinder des Saxophon. Beeinflusst Manufaktur, Saxophonproduktion plus 100. Liefert Elektrizität, Arbeitskräfte erforderlich plus 75. Brand- und Explosionsgefahren runter. Anstelle von Messing verarbeitetes Gebäude Aluminiumprofile. Okay. Klingt jetzt nicht so viel geiler, außer dass ich viel schneller produziere, natürlich. Hm. Aber okay. Nehmen wir erstmal natürlich mit. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ist das Düngerwerk? Ein Feuer ist ausgebrochen. Okay, haben wir noch mehr Feuerwehren irgendwie, die da helfen können? Weil da brennt gerade relativ viel. Genau, du kannst auch nochmal mobilisieren. Und hier müsste da auch noch irgendeine sein. Da... Nee, reicht aber nicht bis dahin. Oh, da ist auch was in die Luft geflogen. Schnapsbrennerei, deswegen brennt das alles. Oh, oh. Da ist was in die Luft geflogen. Huch. So. Also, wir kriegen für diese Dudes hier jetzt bald Kaugummis. Denn wir haben ja die Kaugummiproduktion angeregt hier unten. Und jetzt auch noch mit Strom beliefert. Setz die Segel. So. Was braucht man noch für Parfums? Orchideen, Kokosnuss, Ethanol. Hm. Die Flammen wurden gelöscht. Wir haben Produktion von Schokolade. Genau, da können wir eben hinspringen hier bitte. Hallo?
Sagt er nicht, dass da Ruinen sind? Ach du Schwein. Okay. Genau. Wie viel Schokolade brauchen wir? Sieben. Oh. Nicht so viel Überschuss, den wir produzieren. Das heißt, es bleibt gar nichts über für Eis. Ist ja schade. Für die Eiscreme. Wir haben aber doch. Wie sieht denn nochmal die Eiscreme-Fabrik aus? Willkommen in der Herzkammer. Kostümhändler. Laborpigmente. Das sind die Parfumlabore. Oh, warte, der ist nicht im Strom. Der muss hier irgendwo sein. Hier. Guck mal, der ist nicht im Strom und ich produziere trotzdem voll viel. Die wollen echt nicht viel Eis haben, ne? Was ist, wenn wir von hier das Eis holen für Cap Trelawney? Einfach mit. Ich meine, wenn die hier so wenig Bedarf danach haben. Ich habe ja nun schon 3000 Artistas. Ein Hoch auf ihr großes Herz. Fast 1000. Bei 6000 kriege ich hier das letzte Upgrade. Das heißt doppelt so viel. Das heißt, wenn ich jetzt das hochrechne, ist ja selbst bei 6000 diese eine Produktionskette ausreichend. Das heißt, ich könnte ja überlegen, ob ich die nicht einfach zum Beispiel in den Strom stelle und den überschüssige Produktion einfach nach Cap Trelawney bringe. Und im Zweifel ist es ja auch nicht so teuer, da eine nochmal nachzuproduzieren. Wo kriege ich die Schokolade dafür her? Die produziere ich nebenbei, ne? Aus der Küche. Aber das kann doch nicht alles sein. Doch. Ich glaube schon. Ah, das ist ärgerlich, weil wenn ich es dann in den Strom stelle, reicht es nicht mehr. Mit der Schokolade. Hier ist noch eine Küche. Aber so viel Bedarf habe ich auch nicht. Ah, alles nicht so einfach. Scheiße. Milch produziere ich vermutlich mehr als genug. Ach du heilige Scheiße. Okay, Milch produziere ich mehr als genug. Was, wie? Zucker auch. Na, mehr als genug nicht, aber ich produziere genug. Das heißt, eigentlich müssten wir eine Küche in den Strom stellen, beziehungsweise in die Handelskammer. Ideal wäre eigentlich, wenn die nicht im Strom steht. Oh, scheiße. Mmh.
Ich mach doch hier nur Küche, oder? Schokoladenfabrik, Küche, Eiscremefabrik. Bis wohin geht der Strom? Bis hier. Pass auf, lass mal. Wir machen jetzt so ganz Verrücktes. Wir machen jetzt Eiscremefabrik hierhin. Da ist nämlich noch Strom. Dann setzen wir die Handelskammer hierhin. Und die Küche daneben. Jetzt ist der im Strom. Er nicht. Aber so. Das macht keinen Unterschied, oder? Denke ich gerade dumm. Es macht halt irgendwie keinen Unterschied. Warte mal, wir machen. Ja, jetzt produziere ich zu wenig. Wo ist denn Kakao? Okay, dann kriegst du noch einen Traktor. Ist nicht meine Schulter. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied, ne? Ich krieg nicht genug Schokolade. Warte mal. Aktuell nicht genug. Das heißt, ich muss noch eine Küche machen. Oder warte, was passiert? Der hier hat jetzt, warte mal, er hat jetzt Strom. Warte. Ja, wir kriegen das alles hin. Ja? Toko. Es reicht. Ja, guck mal, habe ich doch einen Denkfehler gehabt. Okay, machen wir so. So ist gut. Okay. Wie viel Zucker produzieren wir jetzt? Mehr als genug. Sehr gut, weil der jetzt hier auch noch Zucker holt. Also der produziert auch noch Zucker nebenbei. Und die Küchen halt auch. Ach so. Warte mal. Wenn ich das jetzt stoppe, reicht das immer noch? Ah, jetzt reicht es nicht mehr. Damit. Okay, dann lass uns den mal aus dem Strom trotzdem rausnehmen. Sonst haben wir so eine krasse Überproduktion. Das ist irgendwie Quatsch. So, Milch produzieren wir auch noch genug. Was ist mit Zitrus. Wir haben einen Bedarf von 10. Den Scheiß importieren wir von hier, ne? Wir haben hier eine Produktion von 8. Das reicht nicht, würde ich sagen. Ich würde sagen, das reicht uns nicht. Komm, machen wir gleich einen Trecker ran. Dann haben wir da Ruhe. Ne? Ruhe und Frieden. So. Huch. Das heißt, jetzt müsste das passen und wir produzieren krass viel Eis. Mit einer einzigen Fabrik. Anscheinend ist Eis sehr schnell herzustellen und die Leute wollen einfach kein Eis haben. Das verstehe ich nicht. So. Jetzt haben wir kein Schiff, glaube ich, was von Manola Midgar fährt.
Neue Welt in, nee, neue Welt Caprilloni. Nee. Nicht mal ansatzweise. Ich hole mir jetzt einen, aber ein Dampfschiff dafür. Auch wenn das irgendwie ein bisschen wasted ist, aber das Geld ist mir scheißegal. Flaggschiff erwartet Anweisung. Denn ich habe eine Idee, ob wir nicht einfach hier auch zum Beispiel sagen könnten, wir könnten die Zigarrenmanufaktur in den Strom stellen. Und importieren dann auch von hier Zigarren und sparen uns die hier unten zum Beispiel. Weil jetzt haben wir halt zwei am Laufen. Irgendwie so eventuell, dass wir auch noch Zigarren holen von hier. Wir müssen ja später auch zum Beispiel noch Ventilatoren und Filmrollen holen. Es wäre natürlich auch smarter, wenn wir das nicht unbedingt doppelt bauen müssen aktuell. Sondern wenn wir einfach sagen, hier auf Manola ballern wir so eine krasse Überproduktion, dass wir eben ausreichend davon exportieren können. Theoretisch könnte man das mit dem Mezcal auch machen, wobei die hier relativ viel Mezcal benutzen. Aber die anderen natürlich relativ wenig. Ah, da ist auch noch Optimierungspotenzial drin, ne? Da sehe ich schon. Das sehe ich schon, aber das ist auch noch wieder so eine lange... Jetzt habe ich keinen Mais mehr? Wieso habe ich keinen Mais mehr? Hä? Dumm? Ja, da können wir auch noch viel machen. Ich ehrlich, Leute. So, lass noch mal gucken. Was haben wir hier? Alle Holzfällerhütten und Köhlereien. Beeinflusst Holzfällerhütten, Schlittenmanufakturen, Hundeschlittenstationen. Produziert alle zwei Produkte Bretter. Puh. Okay. Wo ist denn? Ist das der Schmuck-Dude? Ja, okay. Dann produzieren wir ja momentan auch gut zu viel. Bei Taschenuhren ja auch. Wie viele Phonographen haben wir so? Ach du Scheiße. Wir können uns den komplett sparen, Leute. Weg damit. Wir produzieren immer noch so viele Phonographen zu viel durch diese Nebenproduktionen hier. Bei den Sachen hier. Durch den hier. Dass wir den ja gar nicht brauchen. Wo sind denn Phonographen? Da. Ach du Scheiße. Wächter mit, der bleibt weg. So, und da war doch, warte mal, hier war doch so ein Uhrenwerkstatt Goldschmiede, Phonographenfabrik. Der kann raus hier. Weg. Goldschmiede, neue Eingangswaren, okay. Was haben wir hier sonst noch so? Können wir hier irgendwas reinsetzen? Dampfwagenfabrik. Anstelle von Dampfmaschinenfabrik, das Gebäude Glühfäden. Produziert nebenbei Glühbirnen. Ja. Großküche haben wir nicht. Okay. Gut. Aber Leute, an dieser Stelle machen wir Feierabend für heute. Wir haben wieder gut was geschafft. Ich will versuchen, dass wir jetzt jeden Sonntag einen Livestream machen für Anno, dass ihr da ein bisschen
Normalität mal drin habt. Dass wir immer quasi sonntags Livestream machen und ihr das dann quasi die Woche über bei YouTube dann nachschauen könnt, wenn ihr was verpasst habt. Irgendwie so in dem Dreh grob soll das passieren. Eine genaue Uhrzeit weiß ich sonntags noch nicht, muss ich noch mal ein bisschen für mich herausfinden. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr es mir gerne wissen lassen, wann ihr am liebsten das sehen wollt. Sagt nicht morgens um 7.